Ja, ich kann es auch kurz machen. Wir unterstützen ebenfalls beide Anträge. Das Thema Bänke ist tatsächlich ja schon seit Jahren ein Thema. Wurde lange auf die lange Bank geschoben, wie man schon sagt. Und da freut mich auch, dass es diesmal konkret wird. Erstmal natürlich mit einem Konzept, aber das Schöne ist ja auch, durch die Diskussion in den letzten Jahren oder allein, wenn man sich die Protokolle von Ortsbeiräten anguckt, es gibt ja ganz viele Ideen schon, wo eigentlich Bänke zu stehen haben. Und natürlich macht es trotzdem Sinn, ein Konzept zu machen, um eben zu definieren, wie viele Bänke brauchen wir eigentlich, wie genau müssen die ausgestaltet sein und genau, wie man auch Immobilienbänke integrieren kann. Und in dem SPD-Antrag haben wir noch eine kleine Änderung, weil es geht ja darum, seniorengerechte Bänke, behindertengerechte Bänke und bedarfsgerechte Bänke tatsächlich auch zu erstellen. Und natürlich gibt es eine Gruppe, die wir gerne noch mit berücksichtigen würden, für die Bänke einfach auch eine wichtige Bedeutung haben, gerade weil sie kein eigenes Zuhause haben, nämlich die Wohnungslosen. Und warum es in einem, gerade wenn man gesamtstädtisches Konzept macht, weil es geht ja nicht nur darum, in der Innenstadt Bänke aufzustellen, sondern wie es gerade auch gesagt wurde, gerade auf dem Weg zum Supermarkt in den Stadtteilen, wohnortnah, dass man Bänke hat, dass das Konzept unter Einbeziehung der Seniorenwahl des Behinderten, der Beirats, der Ortsbeiräte und wir würden den AK wohnungslos noch ergänzen, der sich ja genau damit auseinandersetzt und gerade weil es ja auch bei der Konstruktion von Bänken auch darum geht, wo braucht man quasi welche und nicht, dass wir am Ende welche haben, die in manchen Städten wird es ja auch genutzt, um bestimmte Gruppen zu verdrängen. Ich glaube, man kann es aber sehr gut in Einklang bringen oder auch gerade nach den verschiedenen Orten, was am besten passt. Da würden wir uns sehr freuen, wenn das die SPD vielleicht direkt übernimmt oder wenn Sie dem Änderungsantrag zustimmen, also einfach Einfügung des AK-Wohnungslos.